Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, das Leben auf Rädern. Heute habe ich den tollen David in meinem Talk und er ist Schauspieler von Beruf. Und ja, David, herzlich willkommen. Dankeschön, Sarah. Ich habe Schauspiel studiert, aber letztendlich habe ich ja in ganz unterschiedlichen Berufen gearbeitet. Schauspiel ist schon lange nicht mehr mein Schwerpunkt. Ich spiele noch ab und zu, wenn das Angebot mal reinkommt. Aber der Schwerpunkt bei mir im Moment liegt im Unterrichten an der Filmakademie. Ja, und heute wird David mir ein bisschen seine Sichtweise von Inklusion erzählen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt einfach. Ja. Also, meine erste Frage, was ich mir so überlegt habe, wäre, wie siehst du heutzutage die Inklusion und wie war die vielleicht vor 10, 20 Jahren? Was hat sich da verbessert aus deiner Sichtweise jetzt? Also ich weiß, dass es inzwischen, also dass Inklusion einfach ein Thema ist, das auch an Schulen stattfindet. Inwieweit sich da wirklich was verbessert hat, ist für mich schwer zu beurteilen. Ich finde es nicht wirklich selbstverständlich gesellschaftlich, dass Menschen mit Behinderung und ohne zusammenkommen, was immer ohne heißt. Also wir sprachen ja vorhin auch darüber, dass ich glaube, dass wir alle auf irgendeiner Ebene, also wo fängt es an, jemanden als behindert zu bezeichnen? Ne? Also wir sind ja alle durch irgendwas behindert in unserem Leben. Inwieweit sich da die Strukturen wirklich geändert haben, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ne? Also ich sehe es ja einfach auch in meinem Leben, wie selten es doch stattfindet, dass auch in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass man mit Menschen, vielleicht mit offensichtlicher Behinderung zusammenkommt. So. Ja. Und was wäre dein Wunsch? Was könnte sich noch verbessern zu dem Thema Inklusion? Es sind wahrscheinlich die Strukturen, also wie bei allen marginalisierten Gruppen. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite ist es immer die Initiative Einzelner, die was ins Rollen bringen kann, das Engagement einzelner Leute innerhalb von Institutionen oder so. Und dann auch immer eben eine Sache von Strukturen, dass es manchen Menschen schwerer gemacht wird, in andere Bereiche einzufließen. Und da kann man, glaube ich, immer was verbessern. Weil es, glaube ich, auch immer eine Bereicherung ist. Jede Perspektive, die das Menschsein offenbart, kann auch für die anderen immer wieder ein Stück mehr einer großen Wahrheit erzählen. Also, ja. Also ihr seht schon, seine Erfahrungen ist auch wichtig, aber jetzt mal weiter. Und meine dritte Frage wäre, warum ist die Politik immer damit beschäftigt, andere Themen aufzunehmen, aber sie beschäftigen sich nie mit Inklusion oder thematisieren das im Alltag, im Bundestag oder im Alltag allgemein, dass man halt einfach das mehr thematisiert. Warum machen die Politiker das nicht? Was ist deine Meinung? Ich glaube, weil ihnen der Wert dessen noch nicht wirklich bewusst ist. Ne? Also ich glaube, es ist immer eine Sache des Bewusstseins, was man macht. Und das ins Bewusstsein zu rücken, ist glaube ich, die Arbeit und das Engagement vieler einzelner Menschen oder Gruppen. Also ich glaube, die Dringlichkeit ist nicht da. Auch eben jetzt, was in den letzten Jahren ist ja ganz viel passiert, um die strukturelle Ungerechtigkeit für diverse Gruppen ins Licht zu bringen. Ne? Also der Druck ist gewachsen. Ob es jetzt bei den LGBTQ-Themen ist, über den Tod von George Floyd, der weltweit eine Welle ins Rollen gebracht hat, achtsam zu sein, auf die Diskriminierung von Leuten anderer Farbabstufungen so oder auch durch die MeToo-Bewegung, dass auch nochmal ins Licht gerückt wird, die Benachteiligung der Frauen in den unterschiedlichsten Bereichen.
da ist inzwischen auch über das Internet ein großer Druck entstanden, handeln zu müssen. Und der ist vielleicht bei Menschen mit Behinderung einfach noch nicht so da. Also ich sehe, dass das bei uns an der Akademie, auch in der Filmwelt, da gerade ein großes Umdenken stattfindet. Also bei uns gibt es viele Seminare in Bezug auf Diversität, wie man die Türen öffnen könnte für Menschen, denen es vielleicht sonst schwieriger gemacht wird, in einer Gesellschaft zu Wegen zu kommen, die anderen leichter fällt, strukturell. Ja, also ich meine, die Angela Merkel, unsere ehemalige Bundeskanzlerin, hat es ja schon mal im kleinen Teil angerissen, aber ich bin der Meinung, dass sich da noch viel mehr bewegen sollte und man das viel mehr thematisieren sollte, dass sich da einfach was bewegt. Ja. Und also meine vierte Frage wäre, wie könntest du dir einen Arbeitsplatz für uns Menschen mit Einschränkungen oder Handicap vorstellen? Wie würdest du das machen, wenn du jetzt die Aufgabe hättest, mir einen Arbeitsplatz zu geben oder einen Arbeitsplatz einzurichten? Wie würdest du die Aufgabe erledigen? Ja, auf der einen Seite müsste man gucken, dass man einfach von der Örtlichkeit barrierefreie Zugänge zu seinen Räumlichkeiten hätte, die für diese Arbeit nötig sind. Und je nachdem, wie stark eine Behinderung ist, ne, braucht man eine Pflegekraft oder braucht man jemanden, der Person hilft, ich weiß nicht, auf Toilette zu gehen, wie weit das Mitarbeitende leisten können und wollen. Und das ist vielleicht dann auch eine Sache des Geldes, dass es dann vielleicht auch staatliche Förderung dafür geben müsste, für Menschen, die Menschen mit Behinderung einstellen. Ne? Dass es vielleicht strukturell da auch eine Hilfe geben könnte. Wie jetzt auch die Pro Quote, weißt du, dass sie erstmal, solange die Strukturen noch nicht da sind, eine Hilfe geben, Frauen zu bevorteilen, ist vielleicht ein falsches Wort, nachdem sie jahrzehntelang oder ich weiß nicht, benachteiligt wurden, aber um vielleicht eine Gleichstellung der Chancen zu erreichen, dass es da auch eine staatliche Hilfe braucht. Also, dass man halt einfach viel, viel mehr Gelder möglich macht in der Politik, meinst du? Und dazu müsste das Bewusstsein eben auch wirklich wachsen, was eben durch Einzelne passiert, dadurch, dass du das machst und du wirst nicht der Einzige sein und auch Menschen ohne Behinderung dafür einstehen. Oft sind es ja Menschen, die letztendlich Menschen, die mit Behinderung sehr nahe kommen, die wissen, also ob es Eltern sind, die eigentlich erst darüber sich der Problematik bewusst werden oder Geschwister oder Menschen im Freundeskreis hat, die unter gewissen Problematiken zu leiden haben. Also, ja. In der Meinung bin ich auch, dass nicht halt einfach mehr Gelder sich da möglich gemacht werden sollten und einfach mehr Arbeitsplätze für uns geschaffen werden sollten. Ja. Und wie oder was wäre, wenn wir alle im Rollstuhl sitzen würden und das nie oder keine mehr laufen könnten, was wäre dann? Dann müssen sie uns einstellen. Dann sind sie gezwungen, irgendwas zu machen, dass wir alle einen Arbeitsplatz haben. Weil ich sage immer, Leute, jedenfalls erwischen, läuft man heute über die Straße, erwischt dich ein Auto, zack, bist du entweder weg oder landest im Rollstuhl. Und das war auch mein Schlusswort. David, vielen Dank, also herzlichen Dank, dass du heute bei dem schönen Wetter heute hier bei mir warst und wir genießen beide jetzt noch das tolle Wetter und bedanke mich, David. Danke dir. Und das war wieder der Gerard vom YouTube-Kanal, das Lebaufreder und bis bald.